Bevor ich die Stoffmengen in Stöchiometrie berechnen will, muss ich allerdings erst ausgleichen. Das ist das Allerwichtigste. Gibt noch mehrere Videos dazu, aber es wird ganz kurz gezeigt. Ausgleichen und dann geht's sofort los. Allerdings jetzt nicht in diesem Video, denn mit meinen Unterrichtsmitschnitten muss ich sagen, die sind viel zu lang für die Schüler und da habe ich solche Hilfsvideos erstellt. Diese Hilfsvideos, die führen direkt genau zu dem richtigen Abschnitt in diesen Unterrichtsmitschnitten. Also eine Art Link-Video. Bevor aber die Links hier unten, also dieser Link hier unten erscheint, muss ich noch ein paar Sekunden reden. Also das, ich bitte noch um ein paar Sekunden Geduld. Ja, also in diesem Mini-Video wird nichts erklärt, sondern ihr kommt dann direkt zur Erklärung hin. So, ja, ich glaube, dann müsste jetzt gleich der Link erscheinen, aber ich bitte euch um eins. Also, wenn ihr damit einverstanden seid, direkt dahin geführt zu werden, dann bitte ich um eine anständige, ehrliche Bewertung, also Daumen runter oder Daumen hoch. Euch viel Freude beim Verstehen.